In eurem Universum gibt's nur einen Spider-Man. Aber es gibt ein anderes Universum. Es sieht so aus und klingt wie eures. Aber das ist es nicht. Mein Name ist Miles Morales. Hey, Kleiner. Du bist wie ich? Wieso? Der Kinocast. Hallo, liebe Hörer. Tja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass hier plötzlich eine Sendung auf eure Ohren kommt, denn wir haben ja gesagt, wir lassen es eigentlich mal ausfallen, deswegen. Sind immer für eine Überraschung gut hier. Oh Mann. Das war aus der obersten Schublade gegriffen. Aber hallo. Ja, hallo Chris. Hallo, einen schönen guten Tag. Und gesundes Neues dir und auch allen Hörern. Ja. Viel ja. Glück und Erfolg im neuen Jahr. Und dadurch, dass wir natürlich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ab einem gewissen Alter geht man ja nicht mehr feiern und so, da hängt man halt nur noch zu Hause rum und guckt Filme und da kommt halt ein bisschen was zusammen, über das man reden kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, du bist ja noch einige Jahre jünger. Ähnlich. Ähnlich. Weil irgendwann ist jetzt wirklich dieser Punkt erreicht mit, oh ja. Und oh, wenn ich jetzt heute Nacht ewig feiern gehe, dann bin ich morgen wieder völlig platt. Und ich hatte das lustigerweise mit einem Kollegen jetzt auch kurz vor Silvester auch noch drüber, der ist Anfang 30, also der ist, glaube ich, 32, 33, sowas rum. Und der hat auch gemeint, ja, früher war es, oder vor ein paar Jahren war es bei ihm auch noch so, oh, freitags feiern gehen, samstags feiern gehen, Sonntag halt ausruhen und Montag wieder ab in die Schule. Ja, jetzt ist es so, Freitagabend völlig fertig nach dem Arbeiten feiern gehen und Samstag völlig zerstört sein und am Sonntag feststellen, scheiße, ich kann nichts machen, weil kein Laden offen hat. Ja, bei mir in der Schulzeit, also ich meine, ich kann jetzt drüber reden, das ist ja jetzt verjährt, ne? Hauptsache meine Tochter hört ja die Sendung eh nicht, dass sie sich da dran orientiert. wir sind donnerstags sogar schon weggegangen. Da gab es im Casablanca in Jena, schöne Grüße, falls da irgendjemand aus der Region zuhört. Ja, da waren echt geile Partys und Mucken und so und Konzerte. Und blöd war nur dann Freitag früh dann in die Schule. Ja. Und wir hatten damals, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, auf dem Gymnasium hatten wir eine nullte Stunde. Also die war quasi eine Stunde vor der ersten Stunde eigentlich. Also wo der Timeslot und oh, das war echt heftig. Und der Lehrer, der Kunstlehrer, der hatte aber immer ganz gutes Verständnis für uns. Und auch wenn wir dann irgendwie im Delirium dann irgendwas gezeichnet haben und so. Also bei mir ist ja immer noch halbwegs was Gutes rausgekommen. Ja, blöd. Das ist ja gut, hey, dass es noch Kunstunterricht war dann. Also ja, ich wollte gerade sagen, blöd war nur dann im nächsten Schuljahr hatten wir dann auf demselben Timeslot Russisch. Und das war dann schon erheblich schwerer, sich da irgendwie zu konzentrieren und so. Ich könnte jetzt so einen Witz drüber machen mit Alkohol und perfekt dann die Sprache beherrschen, aber das spare ich mir. Nee, also ich habe diese Stereotypen ersparen wir uns heute. Ich habe damals auch schon keinen Alkohol getrunken, weil ich ja eh immer gefahren bin nach Jena rüber und so von Gera aus. Clever. Ja. Genau, aber trotzdem, wenn du da bist, früh um zwei, um drei und dann das, aber na gut, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Da gibt es in Stuttgart als Gegenveranstaltung die BOA, wo am Donnerstag immer Afterwork ist. Okay. Da waren wir als Kollegium auch schon, also von dem her. Das hatte am Freitagmorgen, nochmal, da waren wir aber schon, sind wir schon Lehrer gewesen. Okay. Ja, bei manchem Kollegen wusste ich nicht, wie er es mit dem Auto morgens hergeschafft hat und ob da hätte Auto fahren sollen. Und ob das überhaupt noch im legalen Bereich war, da Auto zu fahren? Das steht auf einem anderen Blatt. Hier soll es ja über Kinofilme gehen, um mal die Brücke zu schlagen. Ach so, ja, Kinofilme. Na oder eben, Filme, wir haben tatsächlich Kinofilme oder einen oder beziehungsweise die anderen liefen bestimmt auch irgendwann mal im Kino. Und ja, sicher. Vielleicht erzählen wir trotzdem noch, haben wir den Sneak-Tipp, haben wir ja schon gesagt, ne, für in zwei Wochen, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Morgen dann. Für oh, ist das schon morgen? Ja, morgen ist schon. Ja, klassisches Fotografieren. Ja. War das? Ja, klassisches Fotografieren, 7.1. Genau. Ja. Na gut.
Und bei den gesehenen Filmen, ach, da bin ich ja gleich als erstes dran. Ich war nämlich vorgestern, wenn ich mich recht erinnere, im Kino mit meiner Tochter. Ich wollte ja unbedingt den neuen Spider-Man-Film sehen. Spider-Man A New Universe oder wie heißt der im Original? Into the Spider-Verse, glaube ich. Und jetzt finde ich gerade gar nichts hier. Jetzt muss ich nochmal gucken. Spider-Man. Ich wollte mir den Tab hier schon mal aufmachen. Warum finde ich hier nichts? Ist ja kurios. Ach so, das wird nämlich auseinandergeschrieben. Spider-Man, glaube ich. Oder mit Bindestrich. Ja, genau. Jawohl. Nicht Vorbereitung ist alles, ne? Nicht Spider-Man in einem Wort. Ja, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Wir werden so eine lange Pause. Und zwar muss ich dazu sagen, ich wäre jetzt, ich habe schon andere Podcasts gehört, wo über Spider-Man in New Universe gesprochen wurde. Da wurde mir ein bisschen zu viel gesagt. Ich werde ganz wenig nur dazu erzählen, weil da sehr viele lustige Stellen drin sind, die man nicht verraten sollte und auch sehr viele, ja, Auftritte von Personen, die man nicht verraten sollte. Und ich werde nur mal ganz kurz anreißen. Hier in dem neuen Spider-Man-Film geht es um Miles Morales. Der hat am Anfang so, ja, wenn man es so nennen will, seine Origin-Story, die aber relativ kurz abgehandelt wird. Und der originale Peter Parker hat natürlich auch noch eine Rolle. Und der Miles Morales ist ein kleiner Junge, der in, ich glaube, Brooklyn lebt der. Und ja, geht dort in eine neue Schule. Er ist dort, hat irgendwie ein Stipendium bekommen für eine bessere Schule, wo er hin soll. Er muss also aus seinem ursprünglichen Umfeld raus und er will das eigentlich gar nicht so richtig und kommt an die neue Schule und da ist alles so elitär, weißt du, so mit Schuluniform und sowas und da passt er eigentlich gar nicht so richtig rein. Und er ist eigentlich so ein, ja, so ein Junge aus dem Ghetto, weißt du, hört gern geile Musik und sprayt gerne, so ein richtiger B-Boy und so. Und sein Onkel unterstützt ihn da auch in der Richtung. Also die gehen dann immer nachts raus und sprayen da an Wände. Och, da ist mir das Herz aufgegangen, wo ich das gesehen habe. So richtig, richtig coole Graffitis. Und der, gut, zu dem Look des Films komme ich später, aber das passt natürlich wie die Faust aufs Auge hier, der ganze Look. Und er kommt dann an diese neue Schule und lernt dort auch, ja, so ein Mädchen kennen, was neben ihm sitzt, mit der freundet er sich so ein bisschen an. Aber insgesamt hat er so ein bisschen Probleme, an dieser Schule so Fuß zu fassen. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch, wie man sich das vorstellt bei manchen, ja, gibt es ja diese irgendwelche Highschool-Filme oder sowas, ne? Sondern das ist halt wirklich schön erzählt. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich musste nur kurz muten, weil ich musste ganz doll niesen. Ach so. Das wollte ich dir. Nee, es war gerade irgendwie so total ruhig geworden. Ja, das war. Dafür gibt es diesen Mute-Button, weißt du? Ja. Auch Räuspertaste, deswegen. Kein Ding. Ich dachte nur, die Verbindung wäre weg. Wir hatten ja letztens ein paar technische Probleme. Alles gut. Nicht, dass ich hier erzähle. Und jedenfalls wird er dann auch bei einem dieser Ausflüge mit Graffitis und so weiter, wird er von so einer radioaktiven Spinne gebissen, wie man das halt so kennt, und entdeckt... wie man das halt so kennt? Ja. Ja, das passiert an den Graffiti-Sprayern öfter da draußen. Wie man, ja, wie man es wird halt auch so am kennt. Anfang ja von dem originalen Peter Parker kurz erzählt, wie das bei ihm war, oder auch von der Spinne gebissen und so weiter. Und das wird auch so ein bisschen persifliert in dem Film. Das halt, also ich, ja, der wird gebissen von der Spinne und ja, ich ja auch und ja, irgendwie alle möglichen, ihr kennt das ja, ne, so wird das dann erzählt, weißt du, genau, brauchen wir euch nicht mehr, hey, Spinne gebissen und dann wird immer so Spider-Man, so ist es halt, so wird das halt im Film auch so ein bisschen augenzwinkernd erzählt, ne, und das ist halt auch das Coole an dem Ganzen und er entdeckt aber jetzt noch nicht so völlig so die Fähigkeiten an sich, wie man es bei dem richtigen oder in den anderen Spider-Man-Filmen so kennt, dass man dann, ja, was weiß ich, sofort kann er irgendwie Spinnennetze schießen und irgendwie an Wänden hochklettern. Es passiert ihm eher so aus Versehen teilweise, dass er bestimmte Dinge entdeckt. Und erst als dann, ja, sagen wir so, eine größere Bedrohung auf ihn auftrifft, muss er dann ein bisschen mehr das Lernen, ich muss jetzt, ich schwimme hier die ganze Zeit ein bisschen, wie ich das alles so erzähle, ohne dass ich zu viel verrate. Es ist aber keineswegs so, wie man es aus den üblichen Filmen, die es ja nun schon mehrfach gab, diese Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire und später die anderen Amazing Spider-Man und wie sie alle hießen, sondern es ist hier alles irgendwie sehr, sehr anders gemacht und auf eine extrem coole Weise.
der Film hat eine ganz, ganz eigene Stimmung, die halt wunderbar eingefangen ist. Also ich bin ja nur nicht so der wahnsinnige Comic-Fan, aber ich glaube, wer auch nur halbwegs Comics ein bisschen liebt, dem geht hier absolut das Herz auf, weil da sind teilweise diese Einstellungen sind wie so Panels gemacht. Ja? Du hast hier ganz eigene Kameraeinstellungen, die halt so wirken, als wäre das jetzt aus einem Comic so ein Panel, was sich aber bewegt. Und dann hast du auch diese, bei dem Druck ist ja so, dass dann teilweise so diese Punkte, wenn du ganz nah rangehst, siehst du ja die Punkte. Und das ist hier teilweise auch so an bestimmten Rändern oder dass halt so die Hintergründe so ein bisschen undeutlich gemacht sind. Bist du also ganz nah an die Leinwand rangegangen? Nee, das siehst du auch so. Das macht die ganz bewusst als Stilmittel. Dann hast du auch manchmal so, irgendwas passiert, wuff. Und dann bist du in der nächsten Szene und dann steht irgendwie so eine Texteinblendung wie im Comic, irgendwie so, ja, währenddessen das und das und oder irgend sowas, ne? Oder okay. Auch manchmal so diese Schlaggeräusche hier, wie man es aus den alten Batman-Filmen, wo das dann so eingeblendet, boom, zack oder so. Oder auch, wenn die Spider-Sinne aktiviert werden, dass dann plötzlich so Wellen neben seinem Kopf sind und ach, das war einfach sowas von herrlich, das zu sehen. Und auch so charmant und gut umgesetzt. Es war jetzt nicht so, dass jemand gesagt hat, oh, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das alles da irgendwie reinzubringen, um da irgendwelche Fans was Tolles zu bieten, sondern das hat wirklich jemand gemacht, der da sehr, sehr viel Herz für die originalen Vorlagen hatte und erzählt hier aber eine neue Geschichte. Also vielleicht kannst du ja nachher was dazu sagen, ob es das schon irgendwie, ob es das schon gab als Comic oder ob das jetzt komplett neu erfunden ist oder gibt es das irgendwie schon oder ist das was ganz, ganz Neues? Also ich glaube, es gab schon mal diese verschiedenen Charaktere und so, es gab es schon mal. Mit Miles Morales, also das, oder? Ja. Also ja? Auch mit dem, ohne jetzt zu spoilern, auch mit dem Schwein. Also jetzt, ich sage jetzt nicht extra nicht bei den Simpsons Spider-Schwein, sondern ja. Nee, sowas gab es wirklich schon. Okay. Also es gab es in den Comics, soweit ich weiß. Also ich gucke jetzt mal nebenher nochmal, aber ich bin da echt relativ sicher, dass es schon gab. Ja, es wirkt halt für mich so, als hätte hier jemand weiß nicht, so einen Staffelstab übergeben bekommen, gesagt, hier, du bist jetzt, du bewegst dich oder du machst jetzt was mit Spider-Man, aber du hast die Chance, hier ein komplett neues Universum zu erfinden. Und das ist halt wirklich, ja, der Typ ist halt einfach total cool und glaubwürdig, ja, in seinen, was er so macht und sein Umfeld und die Musik, die er hört immer sehr viel Musik und die Art, wie er reagiert, er ist halt nicht gleich so der riesen Superheld, er ist halt noch ein kleiner Junge, ne? Und ach, das ist einfach absolut herrlich gewesen, das zu sehen, die Story selbst und wie sie sich auch teilweise selber auf die Schippe nimmt, ich sag nur das Dingsy oder wie sie es genannt haben, ja, einfach großartig, der Schurke, der ist wirklich so herrlich überzeichnet, böse, dieser Kingpin, ach, das ist großartig, deswegen habe ich dir auch gleich eine Nachricht geschrieben, also wenn, du sollst den unbedingt. Ja. Und ich glaube, es ist zwar in Anführungszeichen ein Zeichentrickfilm oder ein animierter Film, man sollte den aber im Kino sehen, weil da sind einfach so Szenen drin, die wirklich richtig gut im Kino kommen. Und wir haben es aber in 2D geschaut. Ich glaube, in 3D wäre es ein bisschen too much gewesen, weil da sind so viele psychedelische Farbszenen drin, wo ich gedacht hatte, okay, dann bist du wahrscheinlich völlig weg dann. Und natürlich auch reizen die das Medium sehr stark aus, also was mit Animationen geht, was man da machen kann. Und dann gibt es wiederum so Szenen, die einfach sehr, ja, kinematografisch sind, wo du denkst, ja, das ist jetzt ein ganz normaler Film, der auch wirklich toll gezeichnet aussieht, wo du so die Stadt siehst und so denkst, da denkt man manchmal, oder habe ich gedacht, ach, das sieht jetzt eigentlich aus, als wäre es echt richtig gefilmt, also richtig gedreht, weil das so gut aussah, dieses Gezeichnete. Also du siehst da mal so eine Straßenschlucht und so. Ach, ich bin immer noch total hin und weg. Also der hat mich voll weggeblasen, der Film. Hätte ich auch nicht gedacht. Und die Charaktere sind cool und ich glaube, da gibt es eine weibliche Person, von der hatte ich ja schon berichtet, die bei ihm mit auf der Schule ist. Ich glaube, wenn die noch einen eigenen Film bekommt oder so oder eine stärkere Rolle in seinem Universum, ich glaube, das würde auch ziemlich gut zünden. Also die war auch richtig cool. Hat auch meiner Tochter gut gefallen, die Rolle. Ja, also ich kann das nur empfehlen. Von mir kriegt der Film 9 Punkte.
Und hat mir echt gut gefallen. Auch, okay, wir haben es auf Deutsch geguckt, sehr gut synchronisiert auch. Du hast inzwischen nachgeguckt? Ja, ja, es gab tatsächlich eine Comicserie, eine Miniserie, die hieß Spider-Verse aus 2014. Und da geht es auch um Spider-Mans aus verschiedenen Universen. Und deswegen, das könnte als Vorlage gedient haben. Könnte auch vom Namen her passen. Into the Spider-Verse. Also. Könnte sein, da passiert ja hier ein bisschen was, ohne zu viel verraten zu wollen. Genau. hier schreibt einer bei Moviepilot, wo ich gerade bin. Also er findet den Film super klasse, bla bla bla. Schreibt er, einziger negativer Punkt, weshalb er nur 9 Punkte gibt und nicht 10, der Hip-Hop-lastige Soundtrack. Also der hat mir voll... Also das war ja voll mein Ding. Also da, ja. Und das hat auch so gut gepasst, die Songs, die er da so hatte. Und das war jetzt nicht so, wie man es bei anderen Filmen hat, wo du merkst, okay, den Song haben sie reingenommen, weil sie da sich was Bestimmtes davon erhofft haben. Oder so dieses typische, was weiß ich, Hauptfigur läuft durch den Regen, jetzt kommt halt ein Song, der irgendwas mit Regen zu tun hat und so. Weißt du, so Fist in your face, so nach dem Motto jetzt. Sondern hier einfach wirklich voll geile Sachen, wo man denkt, ja, das hört wahrscheinlich der Junge auch sowieso. Also selbst wenn er jetzt nicht Spider-Man wäre. Und es war einfach voll geil. Also richtig, auch diese ganzen B-Boy-Sachen, die drin waren, wunderbar. Hat mir sehr, sehr gut... Bisschen traurig, dass ich nicht geschafft habe, mit reinzukommen. Ich wäre sehr gerne mitgekommen. Kann man nichts machen. Ärgert mich jetzt noch mehr. Aber vielleicht hast du ja nochmal die Möglichkeit irgendwo. Der läuft ja noch. Ich habe es auch Freund von mir empfohlen, dem Daniel von comicreview.de. Kann ich auch mal kleine Werbung dafür machen. Der Daniel, mit dem ich auch, wo ich Gast bin in seinem Podcast über die Serien, Fortsetzung folgt, jetzt finde ich gerade nicht. Der hat ja einen eigenen Blog über Comics, comicreview.de. Und dem habe ich auch gesagt, der wohnt ja ein bisschen, ländlich, sozusagen, jetzt nicht gerade in der Nähe vom Kino und interessiert sich jetzt nicht so sehr für Kinofilme, kriegt da nicht so viel mit. Und dem gebe ich immer mal so Tipps und da war auch begeistert. Und er hat geguckt in seinem Kino in der Nähe, wo er wahrscheinlich irgendwie eine halbe Tagesreise unternehmen muss mit, mit sämtlichen Verkehrsmitteln, die es da so gibt, mit Pferd und Kutsche. Und da läuft das auch und er wollte mal reingehen, mal gucken, ob er es geschafft hat. Also von mir Spider-Man in New Universe oder wie es so schön heißt, Into the Spider-Verse. 9 Punkte und eine Empfehlung von mir. Wer sich auch noch halbwegs für Comic interessiert, sollte das gucken. Und auch über dieses ganze Spider-Man-Thema, weil da gibt es so viele Querverbindungen und Referenzen. Ich habe bestimmt nur den Drittel, wenn überhaupt, erkannt. Und selbst da habe ich mich total gefreut. Aber ich bin mir sicher, da war noch mehr drin. So, was hast du denn hier im Heimkino? Moment, jetzt machen wir mal Heimkino und Jingle hier. Heimkino. Was gab es denn bei dir? Heimkino. Bei mir gab es verschiedene Sachen. Ich fange mal an mit dem, was ich jetzt als aktuellstes gesehen habe. Und das ist ein Film, auf den ich mich wirklich gefreut habe, weil ich einer der Hauptdarstellerinnen ja auch auf Instagram folge und hin und weg bin von ihr. Dog Days mit Nina Dobrev in einer der Hauptrollen. Folgst du ihr auf Tinder? Nein. Nein, noch nicht. Dog Days auf Deutsch heißt der Herzhund Happy End. Warum auch immer Herzhund Happy End. Also, boah. Ja, der Titel haut wirklich rein, ne? Also, wenn ich den Titel gelesen hätte, dann hätte ich den Film nicht geguckt. Also, eben, also ich wusste halt um den Titel Dog Days und den wusste ich, aber dass er auf Deutsch dann Herzhund Happy End heißt, das hätte ich nicht gebraucht. Dog Days, okay. Ja, Dog Days, das reicht ja. Also Dog Days hat auch eine ganz andere Bedeutung im Englischen, ne? Ja. Hundstage. Ja, genau. Also, aber das ist ja egal. Herzhund, Happy End. Hier steht Tragikomödie, aber es ist mehr so ein Episodenfilm. Ich sehe gerade noch Eva Longoria. Ja, Eva Longoria, Vanessa Hutchins. Also schon sehr, sehr cool besetzt. Kam leider bei uns nicht ins Kino. Kommt bei uns am 24. Januar auf DVD raus und gibt es jetzt schon zum Streamen gegen eine geringe Gebühr bei Amazon Prime. Da habe ich ihn auch gesehen und es ist halt, wie gesagt, so ein kleiner Episodenfilm. Es spielt in Los Angeles in der heutigen Zeit und gibt ganz viele verschiedene Geschichten. Wir erinnern uns, zuletzt haben wir auch bei uns hier Wuff ist er, ne? gesehen, diesen unsäglichen Hundefilm. Ach so, schlecht also, war der nicht, oder? Er war nicht gut. In dem Fall hier jetzt
geht es auch um Hunde, nur wirklich richtig liebevoll gemacht. Es ist richtig schön erzählt. Es geht einmal um die Nachrichtensprecherin Elisabeth, also Nina Dobrev. Die hat ihren Freund in Flagranti erwischt und zieht dann mit ihrem Hund aus und geht dann in Hundetherapie, weil es dem Hund geht's ja so schlecht, aber heult jedes Mal eigentlich über ihre Probleme. Die Therapeutin voll, die dann nur dran hockt, ja, das macht jetzt $300, ja, das macht jetzt $350, also die wird immer teurer. In ihrer Sendung trifft sie dann auf den Ex-Footballstar Jimmy Johnson, gespielt von Tone Bell. Der hat auch einen Hund und der ist, dessen Hündin ist so diejenige Person, also ich sage jetzt bewusst Person, die ihm auch durch seine Depression geholfen hat, als er wegen einem Kreuzbandriss seine Karriere beenden musste und alles. Also der Hund war einfach für ihn da und hat mit dem Hund alles Mögliche erlebt. Zwischen den beiden Hunden funkt es dann, die verstehen sich total toll, plötzlich blüht der eine Hund wieder auf, der bis dahin ja auch so, also, total süß, aber also nicht so, oh Gott, guck mal hier die Hunde-Love-Story so à la Susi und Strolch, sondern einfach nur, du siehst wirklich, wie die Hunde Spaß hatten beim Dreh. Dann lernst du noch kennen den melancholischen Walter, der alleine zu Hause hockt, weil seine Frau verstorben ist und er hat noch seine Mopsdame, Mabel, und da kommt immer, das ist auch im Trailer dann zu sehen, da kommt immer, der bestellt Pizza, dann kommt der Pepperoni-Pizza-Junge und der ist 16 und sagt so, ist ihr Hund fett oder schwanger? Und so, und Mabel haut auf jeden Fall ab, verschwindet dann und wird aufgegriffen von einer Familie, die gerade ein Kind adoptiert haben, die Familie von Grace und Kurt, also Eva Longoria und Rob Corddry. Den kennt man eigentlich eher wirklich aus so blöden Comedy-Filmen. Zeitmaschine, ja. Der Whirlpool ist eine Zeitmaschine. Ja, genau. Aber da in der Rolle spielt dann Lehrer und auch ziemlich cool. Also wirklich nicht überdreht, sondern einfach echt cool. Dann gibt es noch die Hundestation. eine Hundestation, wo halt ganz arg viele Hunde sind. Also wie gesagt, es sind ja verschiedene Episoden halt auch, die halt dann doch wieder zusammenlaufen. Eine Hundestation mit einem, der immer ins gegenüberliegende Café zum Trinken geht, also Kaffee bestellt und einmal immer dasselbe wie immer. Also ich bestelle immer was anderes. Hahaha. Der total unsicher ist, aber total auf die Verkäuferin steht, auf die Vanessa Hutchins in dem Fall. Und die geht halt dann auch mal rüber und hilft dann mit in dem Hundeheim. Und dann gibt's noch die eine, die schwanger ist. Also es hört sich jetzt völlig überladen an. Ist es aber nicht. Die eine Schwangere und ihr Bruder muss dann den Hund nehmen und da entsteht dann auch eine unglaubliche Beziehung, weil der Hund mehr oder weniger dem Typ dann auch mal hilft, mit seinem Leben klarzukommen. Der ist Musiker und ja, spielt erfolglos in einer Band, sagen wir so. Und wie gesagt, das ist die Geschichten drumherum und die Hundegeschichten dazu, die sind absolut stimmig. Also es ist nicht, wirkt nicht aufgesetzt, es wirkt einfach so teilweise wie so eine richtig schöne Romantikkomödie. Und die Hunde sind sowohl Beiwerk als auch die Hauptdarsteller. Und das ist einfach richtig, richtig schön in Szene gesetzt. Man lebt mit, man fiebert mit, vor allem wenn man selber Hundebesitzer ist. Es gibt Szenen, da kann ich garantieren, da werden die Augen feucht, auf jeden Fall. Es gibt Szenen, da lachst du. Es ist alles geboten. Es sind ganz arg viele lustige Geschichten auf dem Weg eben zu einer Verbindung zwischen Mensch und Hund, wie die da einfach eine Rolle reinspielen, wie die Familien zusammenbringen können, wie die einfach für einen da sein können. Also wie gesagt, das ist nicht so wie jetzt zuletzt bei Wuff, wo du dir gedacht hast, ja, okay, was sollte jetzt diese Hundegeschichte, was sollte das? Und so, hä? Sondern wirklich, es passt zusammen. Es ist auch jetzt nicht so, dass alle dann nachher komplett aufeinandertreffen und sich alle kennen, sondern man trifft schon aufeinander, nur halt auch mehr unbewusst. Und es ist einfach, das ist einfach schön. Und dann gibt es noch diese Chihuahua-Dame, die den ganzen Film über, wegen dem sexy Tierarzt, muss sie einen kleinen Helm tragen, zum Schutz von ihrem Kopf, weil es so abgemagert ist. Und dieser kleine Hund, der sieht aus wie, ich weiß nicht, kennst du noch Ren und Stimpy? Ganz dunkel. Ren und Stimpy, ja, das sind die beiden von Nickelodeon, die beiden Hunde. Und es sieht halt wirklich aus wie der Chihuahua von dort. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, Ren ist der Chihuahua, ne? Oh, das ist wie gesagt ganz, ganz dunkel. Also, ja, aber auch so in etwas sieht er aus, so mit Hut. Aber auch fühle so ich mich nicht kompetent hier. Ja, das ist okay. Ja, Ren ist der kleine Hund. Ren Hög. Also, es ist so
so schön, so lustig auch teilweise, aber nicht übertrieben lustig. Einfach eine richtig, richtig schöne Geschichte. So ein richtiger Feel-Good-Movie, wenn nicht einer der besten Feel-Good-Movies der letzten Jahre, weil halt auch mit Hund. Also ich hatte wirklich extrem viel Spaß dabei. Die Suche nach Mabel, wie da eine Freundschaft entstehen kann mit einem gemeinsamen Ziel, die Arbeitsproblematik von Elizabeth mit ihrem Jimmy, mit ihrem neuen Co-Kommentator, wie die sich vor Kamera fetzen und was weiß ich was. Und einfach herrlich. Es macht wirklich Spaß. Also ich kann es echt jedem empfehlen, sich nicht abschrecken zu lassen von Herzhund Happy End. Das ist so unsäglich deutscher Titel und zu unsäglich deutschen Titeln kommen wir nachher nochmal. Das kann ich jetzt schon garantieren. Nein, macht wirklich Spaß. Also ich fand es echt schade, dass ich gesehen habe, dass der Film nicht in Deutschland irgendwie laufen wird im Kino und habe den dann gestern, wie gesagt, beim Durchblättern gesehen. Ich so, oh verdammt, den muss man uns angucken. Und ja, wer Nina Dobrev kennt, weiß, dass sie inzwischen zwei Hunde hat. Also ein Hund von ihr, Mrs. Maverick, hat einen eigenen Instagram-Account auch. Sehr, sehr lustige Sachen, was da auch immer kommt. Und dann hat sie noch bei diesem Feuer, als die Feuer waren in Kalifornien, hat sie einen Findelhund auch aufgenommen. Vorübergehend, bis halt die Besitzer gefunden wurden. Also sie ist eh eine Hundeliebhaberin. Und ich habe wirklich das, du hast wirklich nicht nur das Gefühl, sondern es ist, glaube ich, wirklich so, dass alle, wo da mitspielen, auch wirklich Bock haben, mit Hunden zu arbeiten und auch wirklich da ein Gespür für haben. Und das kommt dem Film unglaublich zugute und das merkt man. Und das macht einfach dann auch Spaß. Und es wirkt sehr, sehr authentisch. Und wie gesagt, tolle Sache. Also ich kann es echt nur empfehlen. Ich hätte es auch nicht gedacht. Und von mir ist er eigentlich auf so 7 bis 8 Punkten. Aber wegen Nina Dobrev allein wäre er 10 Punkte wert. Aber nein, also ich gebe ihm 8 Punkte. Und die hat er aber mehr als verdient. Und das für eine so eine Episoden-Liebes-Romantik-Komödie ist echt viel. Also dann muss ich mir dann direkt mal vormerken. Dann. Also ich mag ja Hunde. Ja, deswegen. Also gerade als Hundebesitzer, wie gesagt, ist das eigentlich fast schon ein Must-See. Weil einfach... Genauso wie für Comic-Liebhaber der Spider-Man. Ja, genau. Ja, nee, also wie gesagt, cool. Ich kann ihn echt nur ganz, ganz dick empfehlen, weil so schön und so herzlich. Und dir wird es teilweise wirklich in der einen oder anderen Szene zerreißt dir das Herz, das garantiere ich dir. Okay. Ja. ich habe gerade auf Twitter was gepostet, nämlich einmal das US-Poster, was in meiner Wahrnehmung eher so in die Richtung Episodenfilm abzielt, weil das sieht so ein bisschen aus wie Tatsächlich Liebe oder sowas. Also quasi die ganzen Darsteller im Vordergrund und dann der Titel drunter. Und dann so eine kleine Zusatzzeile, Comedy, that's off the leash, also das von der Leine gelassen wurde, eine Comedy. Und der Deutsche, das sieht wirklich aus wie Schmachtfetzen ohne Ende mit ein paar Hunden. Also ganz schlimm. Also die Vermarktung von dem Verleih, puh, ich weiß nicht, was die sich da... Man sieht nur sich umarmende Leute und dann irgendwelche Hundegesichter, die da in die Kamera blicken. Oh. Bewertet es selbst auf meinem Twitter-Account @kinocast. Seht ihr die zwei Poster. Das US-Poster ist das blaue. Und... Ja, dann entscheidet selbst. Sagt schon wieder alles. Also das macht den Film kaputt. Rosa, also ja, okay. Herzhundhäppchen, sag ich dann. Also so ein Quatsch. Herzhundhäppchen. Dann, ich habe ja auch mittlerweile diesen Black Mirror Bandersnatch geguckt, aber da wollte ja die Kate gerne mit mir drüber sprechen. Deswegen machen wir den vielleicht in der nächsten Sendung dann. Deswegen würde ich gleich mal weitermachen mit Nur Gott kann mich richten. Den habe ich auch auf Amazon Prime geguckt. Da kann man den sich ausleihen. Und zwar habe ich den deswegen geguckt, aus ein paar Gründen. Zum einen, weil der in diversen Jahres-Top-10-Listen von Personen, die mit Film und Kino zu tun haben oder auch Podcasts machen oder so, die ungefähr immer so einen ähnlichen Geschmack haben wie ich, da immer in den Top-10 vertreten war, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich habe ja da solche und solche Meinungen gehört. Der lief ja auch in Stuttgart in der Sneak. Da hat ja die Kate und der Chris schon mal drüber gesprochen. Und zum Zweiten, der Film ist gedreht von Özgür Yildirim, der ja auch einige Folgen von der meiner ja, fast aktuellen Lieblingsserie 4 Blocks gemacht hat. Und da dachte ich, okay, wenn das in dieselbe Richtung geht und
dieselbe Tonart hat, dann könnte mir das ziemlich gut gefallen. Nur nochmal kurz zusammengefasst, ist ein Film mit Moritz Bleibtreu, der ja so ein Kleinkrimineller ist, spielt in Frankfurt das Ganze und sein Bruder ist da ein bisschen was verwickelt und das Ganze gerät alles irgendwie sehr, sehr schief. Also sie wollen irgendwo so ein Packen Rauschgift abholen und dann geht es ein bisschen was schief und die Polizistin, die an dem Ort ist, wo die Übergabe stattfinden soll, die beiden dann quasi stellt und die können fliehen und einer wird verletzt und sonst was, die findet auch diesen Packen Kokain oder Heroin oder was auch immer das war und hat selber, die Polizistin hat eine Tochter, die wohl auf eine Herztransplantation wartet, die das kostet aber eine Menge Geld, wenn sie da auf einem nicht ganz legalen Wege nach vorne rutschen will in der Transplantationsliste und die Polizistin sieht hier die Chance, mit diesem, ja, dieses Rauschgift irgendwie zu verticken und da ja, das Geld zu erlösen, was sie braucht, damit sie ihre Tochter retten kann. Also man sieht hier schon die Abgründe, in die das geht, also auch die Polizei, da ist jetzt auch nicht so unbedingt der Freund und Helfer. Dazu kommt noch, dass die aus der Unterwelt, für die dieses Rauschgift holen sollten und wohin bringen sollten, die sind natürlich auch nicht erfreut, dass es weg ist und auch das Geld weg ist und alles ganz schlimm. Die wollen natürlich auch das Geld wieder und zwar bis übermorgen oder irgendwas, also ganz, ganz kurze Zeit nur um einen großen Haufen Geld. Und jetzt sitzt Moritz Bleibtreu nun da und mit seinen Leuten überlegen sich, was sollen sie tun, ja, wie kommen sie da raus aus diesem Schlamassel, ja, irgendwelche Banken überfallen und sonst was. Ich will mal gar nicht zu viel drüber sprechen, also haben wir ja hier schon in der Sendung gemacht und der Film ist ja auch schon eine Weile draußen. Ich fand es auch ganz, ganz großartig. Also es war wirklich so wie Four Blocks, aber als Kinofilm. Es war extrem direkt, wirklich voll in die Fresse und die Kamera immer sehr gut drauf und die Personen, die agieren auch so, dass man denen das abkauft. Das ist jetzt nicht, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt so theatralisch, wie es manchmal häufig in deutschen Filmen ist, wo dann wirklich so einer sagt was, dann merkst du richtig so eine Pause, dann sagt der Nächste was, so richtig wie im Theater halt, ne, so, sondern das ist wirklich, ja, wie, als wenn wirklich die Personen wirklich gerade in dieser Situation sind, das fand ich extrem realitätsnah, obwohl ich das nicht beurteilen kann, also ich bin jetzt nicht in solchen Kreisen aktiv hier, aber es hat mir wirklich extrem gut gefallen, sehr düster alles und ich weiß jetzt nicht mehr, woher die negativen Sachen, die ich irgendwie in Erinnerung hatte, kamen. Kann natürlich sein, wenn einem sowas nicht gefällt, von der Art her. Dieses düstere Gangstermilieu. Und ich fand es hier sogar fast noch ein bisschen besser als bei Four Blocks, weil irgendwie Four Blocks, dadurch, dass es halt auch in Berlin spielt, man sieht dann halt auch so Ecken draußen und ja, und hier wirklich Frankfurt, wirklich so absolutes Milieu und weiß nicht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weiß gar nicht, was habe ich hier bei uns gegeben? 8,5 oder so? Ja, 8,5 stehe ich auch dazu. Weißt du noch, was du damals gegeben hattest? Jetzt fragst du mich Sachen, ey. Ich guck mal nach. Nur Gott. Guck mal nach, ja, aber ich fand ihn auch, wie gesagt, echt gut. Also, der hat, das war, ist halt ein Moritz Bleibtreu, finde ich, unglaublich stark in der Rolle. Wieder ja. Dieses ganze, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ist einfach zwei, cool. 4, 6, du hast 7, 2, 4, 6, Kate hat 8. Woran erzählst du? Achso, zählst du Sterne? Die Sterne, ja. Süß. Die Sterne gezählt. Die Steff war das, glaube ich. Die hat den Film gesehen. Beide 8 Punkte für den absolut schlimmsten Sneak-Film, den sie 2017 sehen musste. War für sie der größte Schrott. Es wurde sinnlos rumgeballert von Charakteren, die allesamt unsympathisch waren und komplett unlogisch gehandelt haben. Ja, unsympathisch ist das natürlich so Gangster, ne? Also das ist natürlich klar, aber überraschend. Aber ich fand das absolut stringent durcherzählt, dass die halt auch so gehandelt haben, wie man das von denen erwartet hatte. Ja, also das war jetzt nicht, dass dann irgendeiner ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert hat und was völlig anderes gemacht hat und man gedacht, was macht der jetzt hier? Sie sagt hier, die absolut und vor allem komplett unlogisch gehandelt. Fand ich jetzt nicht. Das fand ich nun gerade nicht. Ich fand, die haben in ihrer
in ihrer Blase, in der sie gelebt haben, absolut logisch gehandelt für ihre Situation, in der sie gesteckt haben. Also auch die Polizistin. Hey, wenn da jemand bei der Polizei arbeitet, ich meine, gut, die wird 2-3 Mal hin und her gedacht haben, ob sie das nun macht oder ob sie es nicht macht. Aber letzten Endes stand das Leben ihres Kindes auf dem Spiel. Ja, wer weiß. Man soll es nicht hoffen, dass von uns mal jemand in so eine Lage kommt, wo er sowas entscheiden muss, ne? Aber ich glaube, wenn da irgendwo die Möglichkeit am Horizont besteht, dass man damit durchkommt, dann hätte vielleicht jeder irgendwo das gemacht, ne? Ja. Na gut, hätten wir das auch. Also ja, liegt da auch so in demselben Bereich, sehe ich hier gerade. Und den gibt es, wie gesagt, auf Amazon Prime, kann man den ausleihen oder ein Stückchen warten. Ich glaube, der kommt dann bald auf. Ja, ganz normal zum Kaufen raus. Und ich zucke schon, ob ich mir den kaufe. Der hat mir echt gut gefallen, weil ich hoffe dann vielleicht von dem Regisseur, der mir mittlerweile sehr, sehr gut gefällt, wie gesagt, 4 Blocks, oh, das ist der Hammer. Ich habe jetzt die 2. Staffel durchgeguckt und ich kann 4 Blocks auch nur nochmal jedem empfehlen. Und 4 Blocks gibt es die 1. Staffel momentan for free auf Amazon Prime. Also die kann man gucken. Und das ist wirklich nochmal was ganz anderes, weil das ist nochmal im Serienformat erzählt. Und die Schauspieler sind unglaublich gut, die da drin sind. Und oh, das ist die Geschichte. Spielt halt in Berlin, aber Wahnsinn. Ich habe übrigens angefangen, nachdem du gesagt hast, unbedingt angucken, habe ich jetzt angefangen. Ich habe jetzt die 1. Folge schon gesehen. Ja, wobei die 1. hatte mich noch nicht ganz so erwischt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Da war ja, erstmal alles so, oh, erst wer ist das jetzt? Ich gucke auf jeden Fall weiter, weil das ist ja. Die Hamadis und wer ist da jetzt? Und da muss man erstmal in diese ganze Familie, das ist wie bei Game of Thrones, ne? Muss man erstmal, wer ist was? Und. Aber wenn man dann mal halbwegs so verstanden hat, wie es läuft, dann, oh, dann ist man da drin und denkt sich, boah. ja, und die 2. Staffel ist, also die toppt das nochmal um eine wirklich, die haut nochmal so eine Schippe obendrauf, das hat mich so umgehauen, weil ich dachte, ja, was wollen die jetzt in der 2. Staffel eigentlich noch erzählen? Und dann fing die so an, dachte ich, ja, okay, die haben nichts zu erzählen, ich merk's schon. Und dann kam so die 2., 3. Folge, okay, ich habe mich da wohl ein bisschen getäuscht. Und dann bis zu dem Ende, wow, was war das jetzt? Und da habe ich gedacht, nein, das ist ja echt das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Ja, also 4 Blocks und die kann man halt, die 2. Staffel habe ich mir halt gekauft jetzt über die Feiertage bei Amazon Prime, weil ich musste weitergucken, nachdem ich die 1. Staffel durchgesehen hatte. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja, ich kaufe mir die jetzt und dann ist ja immer so ein bisschen Kaufreue. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man kauft was und denkt so, ach scheiße, ist doch nicht so gut, wie ich gedacht hatte. Oder es geht ja auch manchmal bei anderen Dingen. Und dann denken wir so, ach Mensch, was hast du denn jetzt gemacht? Und dann wird's doch noch. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nee. Ging mir bei Fallout 76 auch anfangs so, aber jetzt durch die ganzen Patches geht's jetzt richtig gut. Naja, also, nur Gott kann mich richten und 4 Blocks nochmal eine Empfehlung. Und du hast den Computer, The Computer. Ja, jetzt wird es spannend, weil entweder machen wir weiter mit Computer, ja? Weil das würde nämlich passen mit, was würdest du tun, um deine Familie zu retten und alles. Ich würde gern, also No Way Out möchte ich nämlich noch sehen. Okay. Ich weiß nicht, ob man da, ja, also, weil no der Way war, gegen der, die Flammen. Was da war für nämlich ein auch, scheiß deutscher Titel. Der war nämlich auch in diversen Ranglisten drin, in Jahresranglisten von Leuten, deswegen wollte ich mit den. Dann sparen wir uns doch den einfach mal auf. Also ja. No Way Out, im Englischen Only the Brave. Und das finde ich viel besser wie No Way Out gegen die Flammen. Womit wir wieder bei deutschen Titeln wären. Alter Schwede, wie kann man nur? Also wie gesagt, dann sparen wir No Way Out auf. Guck ihn dir auf jeden Fall an. Ja, ganz, will ganz ich, große Empfehlung. Will ich, ja. Ja, sehr, sehr, sehr überzeugender Hauptdarsteller. Ready Player One oder The Commuter? Wie du möchtest. Also der Computer passt eher gerade in die Thematik. Ich habe beides schon gesehen. Kannst du über beides reden? Ich erzähle dir also nichts Neues. Also fangen wir doch an mit The Commuter. The Commuter ist ein Film mit... Da hätten sie aber ruhig mal einen anderen deutschen Titel irgendwie. Komme ich mit The Commuter. Der Pendler. Ja, aber da hätte wahrscheinlich keiner reingegangen. Wahrscheinlich, ja. Aber okay, The Commuter. Liam Neeson ist mal wieder Gesundheit. Zu sehen. Gerne, danke. Liam Neeson, vor gut einem Jahr kam der ins Kino am 11. Januar 2018, wie ich gerade nochmal sehe. Liam Neeson ist Versicherungsmakler, ist eigentlich ja ein ganz beschauliches Leben, hat jetzt, weil sein Sohn aufs College möchte, eine zweite Hypothek aufnehmen hat eine zweite Hypothek aufnehmen müssen, deutsche Sprache und so. Und ja, fährt eigentlich jeden Tag dann mit dem Zug nach Manhattan rein. New York müsste es sein. Ne? Und
ja, es ist halt quasi Tag ein, Tag aus das Gleiche. Und ich finde, da punkte der Film schon ganz am Anfang, weil er zeigt so quasi den Weg von Liam Neeson, von Michael McCauley, wie er morgens immer in den Zug einsteigt. Und das allerdings halt auch so komplett anders immer wieder. Also mal mit Streit, mal mit Dingsen, mal das Wetter anders. Und das wechselt dann in jeder Einstellung. Und das finde ich ganz cool schon mal gemacht. Und fährt dann in die Stadt rein und dann erfährt er halt eines Tages, ja, er ist zu teuer für das, was er tut, und deswegen fliegt er raus. So, jetzt hockt er also auf einem riesen Haufen Schulden, weiß nicht, wie er sein Geld bezahlen oder wie er das College von seinem Sohn bezahlen soll, und hat keinen Job mehr. Ist 60 Jahre, war in einem früheren Leben Polizist, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, und sitzt dann im Zug nach Hause, nachdem ihm auf dem Rückweg auch noch sein Handy geklaut wurde. Warum? Wohl, weil es schon eine ganz komische Situation plötzlich ist, dass das Handy plötzlich auch weg wurde, weil er in eine ganz komische Situation verwickelt wurde. Und dann sitzt im Zug ihm gegenüber plötzlich eine mysteriöse Fremde namens Joanna, gespielt von Vera Farmiga. Vera Farmiga. Und die verwickelt ihn so ein bisschen in ein Gespräch, sagt so, ach ja, bla bla bla, und sie beobachtet Menschen und blablabla. Und dabei kommt dann raus, so ja, was würden Sie machen, wenn jetzt hier auf der Toilette in dem und dem Abteil auf der Toilette sind $25.000 versteckt und die kann er haben, und wenn er dann eine Person hier im Zug ausfindig macht und ihr sagt, welche das ist, kriegt er nochmal $75.000. So. Und damit lässt sie ihn quasi sitzen im Zug. Und er hockt dran so, Moment. Ach, da war doch noch irgendwas. Wenn du es nicht machst, dann oder so, ne? War da auch noch irgendwas? Nee, da noch nicht. Zu dem Zeitpunkt ja, stimmt. Noch nicht. Okay. Das ist ja der Punkt. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und er ist dann halt schon so ein bisschen so, hä? Und okay, ein bisschen seltsam. Und geht dann auf die Toilette, findet dort auch das Geld. Und ab da geht's dann los. Weil er findet dann $25.000 und dann in der nächsten Haltestelle hält ihn eine jüngere Person auf, beim Aussteigen auf, also er wollte dann eigentlich aussteigen und singsen, und hält ihn dann auf und sagt, nee, du bist jetzt im System, du bist jetzt drin, du hast das Geld genommen. Und ab da geht's dann los, weil dann wird seine Familie bedroht, wenn er das und das nicht macht, und dann ist die Polizei involviert, und inwieweit und was alles und was da dahinter steckt, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Ist auf jeden Fall durchaus ein spannendes Stück Film, ein spannender Action-Thriller, der sich da entwickelt. Also die Idee an sich ist schon cool, es spielt halt sehr, sehr vieles oder fast alles eigentlich in dem Zug, auch wie das sich dann entwickelt da drin, auch wie Liam Neeson in der Rolle sich entwickelt und in welche Richtung es geht, das hat mir sehr gut gefallen. Das war wirklich, ja, vielleicht war ich auch ein bisschen müde, deswegen fand ich es gut, aber ich fand es wirklich spannend, also wie sich aufgebaut hat, wie er dann herausfindet, welche Person er aussuchen muss, was da dahinter steckt noch alles, wer wie involviert ist und verwickelt ist, und das fand ich cool. Das fand ich wirklich cool. Also du hast ihn ja auch gesehen. Ich weiß nicht, wie viel dir von dem Film in Erinnerung geblieben ist. Ja, schon noch. Gar nichts. Dein Schweigen sagt so, Warte mal, wieso? Schon mal gehört. Wieso schweige ich gerade? Hörst du mich nicht? Jetzt schweigst du nicht mehr. Doch, jetzt höre ich dich. Doch. Ah, ich dachte, du hörst mich nicht. mir ist doch schon einiges in Erinnerung. Wobei natürlich diese ganzen Liam Neeson so, ey, ich bin irgendwo in einer Situation drin, in die ich eigentlich nicht, und dann muss ich mich irgendwie rauskämpfen und so. Die Filme, die verschwimmen alle so ein bisschen in der Erinnerung. Ja, es gibt auch in dem Flugzeug, ja. wo der Marshall spielt. Und ja, ist schon richtig. Ist schon aber ich, richtig. Ich fand den auch überraschend gut. Also ich dachte auch, just another Liam Neeson Movie. Aber nee, das war doch ganz gut gemacht. Auch Vera Farmiga und so. Patrick Wilson spielt da auch noch mit. Und ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wie er da in dem Zug. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Denn ich fahre ja jetzt, morgen geht es ja auch wieder mit der Arbeit los, und ich fahre jeden Morgen mit der Stadtbahn hier. Und da sind echt immer die gleichen Leute. Also wenn du den Unsere Stadtbahn fährt ja im 10-Minuten-Takt. Und wenn du die gleiche Stadtbahn nimmst, immer, es fahren immer die gleichen Leute mit. Es ist wirklich so. Du erkennst dann schon die Leute, und du weißt genau auch, an welchen Haltestellen bestimmte Leute. Und eine Stadtbahn hat ja noch ein paar mehr Haltestellen als jetzt hier den hier Vorortzug, der ja immer nur alle Knipse lang mal anhält. Du weißt genau, wer wo einsteigt und sich wo hinsetzt, wenn da was frei ist. Ne? Und da merkst du genau, wenn dann so störende Effekte reinkommen, wenn da plötzlich mal, weiß nicht, so eine Familie, die sonst nie mitfährt,
irgendwie vier Personen, die setzen sich in so ein Ding rein und du weißt genau, oh, aber in der übernächsten Station steigt eigentlich immer jemand ein, der sich immer gerne auf den Platz setzt. Das ist echt kurios. Ne? Also, ich finde das sehr schön, dass du Familien mit Kindern als störende Elemente bezeichnest. Nein, für die anderen, weil die halt sehr viel Fläche belegen. Ja, wenn das irgendwie nur so einer ist, der dann irgendwie ist ein Platz mal weg oder so, das geht immer noch. Ja. Also, ja, siehst du, du kannst dich also durchaus auch in die Situation hineinversetzen. Ich kann das, ja, tatsächlich. Ich kann das nachvollziehen, dass man da so ein Gespür dafür hat, dann irgendwann, wer dazugehört und wer nicht. Und ich meine, bei dem ist ja dann wirklich so, der hält ja nicht so oft, dieser Zug. Also der hält ja irgendwie nur zweimal oder so, ne? Dreimal, weiß gar nicht mehr. Ah, da hält vier oder fünfmal, glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall weniger oft als unsere Stadtbahn. Ne? Und selbst da kriegt man es halt immer mit. Und so ein Zug, der fährt ja auch nicht alle 10 Minuten. Ne? Also dann sage ich, wenn ich das schon mitkriege bei unserer Stadtbahn, die im 10-Minuten-Takt fährt, dann kann der das bestimmt auch. Ich meine, so ein Zug, okay, der ist lang. Ob er da nur alle kennt, aber ja. War auf jeden Fall glaubhaft. Ja, was für mich eigentlich die einzige, wo ich wirklich für mich eine Lacherszene hatte, wo ich wirklich auch lachen musste, ist, wo er am Telefon hängt und mit der Dame, mit der Joanna telefoniert und sie halt sagt, ja, hier, wir sind bei ihrer Familie oder wir sind bei deiner Familie, seine Reaktion, weil ich habe darauf gewartet auf, ich weiß nicht, wer sie sind, ich weiß nicht, was sie wollen. Falls sie auf Lösegeld aus sind, kann ich ihnen versichern, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, sind ganz besondere Fähigkeiten. Ich werde sie aufspüren und ich werde sie töten. Das hat mir so gefehlt, die Kurzform jetzt zu machen. Ich glaube, dann hätte ich am Boden gelegen vor Lachen. Das hätte wunderbar gepasst. Aber nee, war ein cooler Film. Kann man auch wieder nur empfehlen. Also empfehle ich zumindest auch mal anzuschauen, wenn man einen Zug-Action-Film oder einen Thriller sehen möchte. 7 von 10 gebe ich ihm mal. Was hast du ihm damals gegeben? Da müsste ich mal ganz kurz recherchieren. Ja, guck, so ist es nämlich, wenn du mich nicht fragst, was ich den komischen Film. Ist ja kein Problem. Siehst du, wir brauchen hier irgendwie einen Produzenten oder eine Produzentin im Hintergrund, die dann immer solche Sachen mal recherchiert hier, damit wir hier in Ruhe faseln können. Oh, Episode 503, 4. Februar 2018. Da war die Sneak, Wer ist Daddy? An die kann ich mich schon nicht mehr erinnern. Ach doch, ja, das war hier mit Owen Wilson und The Commuter 2, 4, ach so, hier steht es ja, 7,5 habe ich gegeben. Ja, also. Passt ja. Ich gucke gerade mal, was Liam Neeson gerade sonst so jetzt macht. Welche neuen Liam Neeson kommt in Situationen, Filme. Also Hard Powder macht er. Hard Powder, englischer Titel Cold Pursuit. Ein Schneepflugfahrer sucht Rache bei irgendwelchen Drogendealern, wo er denkt, sie haben seinen Sohn getötet. Ja, der übliche Liam Neeson. Dann Men in Black 4 International spielt er mit. Normal People. Wobei ich mir denke, er ist da kein Normal People, oder? Nee, da steht gar nichts. Also es scheint nicht so ein typischer Rache, oder? Warte mal. Nee, das ist irgendeine Beziehung. Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, dass ich Liam Neeson jetzt doch noch in einem anderen Film gesehen habe, den ich vergessen habe aufzuschreiben. The Ballad of Buster Scruggs. Nie gehört. Erzähle ich in der nächsten Folge was. Ich schreibe es schon mal auf, sonst vergesse ich es. Schreib dir das mal auf. Ja. Ich mach mal ganz kurz noch, achso, ja, du bist ja durch mit deinen, ne? Die anderen heben wir ja auch. Computer, na, Ready Player One hätte ich noch. Achso. Aber du darfst dann zwischendurch gerne deine beiden anderen. Lass mich mal ganz kurz zwei Gurkenfilme abhandeln. wir müssen ja auch hier mal ein bisschen warnen, auch teilweise vor Filmen. Auf Sky lief ein Film. Hätte mich der Titel eigentlich schon ein bisschen stutzig machen können, also der deutsche Titel wiederum. Also der Originaltitel heißt Kill Command. Und der deutsche Zusatztitel heißt Die Zukunft ist unbesiegbar und ist ein Film aus Großbritannien, also nicht mehr aus Europa demnächst. ein nicht-europäischer Film. Und der Klang von der Story her, ich habe hier Info-Taste gedrückt, der lief auf Sky, habe ich Info gedrückt, klang ganz irgendwie halbwegs interessant, dachte ich, na, vielleicht ist er irgendwie ein bisschen gut und war es halt doch nicht. Spielt halt in so einer Zukunft, die nicht allzu fern ist, und hier haben die, die Elite-Soldaten, die haben so ein bisschen, ja, so Verbesserungen, dass sie eben weiter sehen können oder besser springen können oder irgendwas. Und diese Elite-Truppe,
die werden auf so ein, auf so eine Insel geschickt, wo sie gegen so Drohnen und Roboter quasi kämpfen können, was so ein, ja, was so ein Übungsgelände ist. Ja, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Aber diese Roboter und sowas, da ist irgendwas falsch gelaufen, weil die haben auch so künstliche Intelligenz und so, und wie man das sich halt denken kann, die wenden sich halt dann richtig hart gegen diese Elite-Einheit, sodass die wirklich auf eine harte Probe gestellt wird. Und es geht da um Leben und Tod. Üblicherweise sind die eher so Kanonenfutter, um zu testen, als Test für die Elite-Einheit. Und aber die schlagen jetzt halt richtig zurück, ne? Und die müssen halt jetzt richtig kämpfen. Und der Film ist sowas von scheiße. Also das ist ja wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn der Film irgendwie ein cooles Blu-ray-Cover hat oder so, dass da vielleicht einige genauso drauf reinfallen wie ich, dass sie sagen, oh, sieht ja ganz nett aus und so. Wenn die Beschreibung vielleicht ganz gut ist und irgendwie ein paar coole vielleicht Zitate von irgendwelchen Filmkritikern oder sowas, dann könnte mir jemand vielleicht da in die Falle reintappen. Ich möchte vor diesem Film warnen. Das ist wirklich ganz große Grütze. Und ich mag ja auch gerne so billige, ja, so B-Movies, wo man einfach so ein bisschen mit Augenzwinkern, die jetzt nicht ganz so perfekt sind, aber der ist weit davon entfernt, weil der nimmt sich total ernst und ist einfach totale Grütze. Also Kill Command, die Zukunft ist unbesiegbar. Nicht angucken, also wirklich. Die Darsteller haben auch so Laienspielniveau und ich weiß nicht, was sie sich insgesamt bei diesem Film gedacht haben, in welche Richtung der gehen sollte. Ganz, ganz furchtbar. Also nicht mal gute Action-Szenen, also gar nichts. Das war einfach wirklich Totalausfall. Kill Command. Von mir 2 von 10. Und einen habe ich noch geguckt. Gut, der war jetzt nicht ganz so schlimm. Will nicht ganz so Unrecht tun. Das ist ein Animationsfilm. Der heißt Happy Family. Und der heißt auch im Original so, also Happy Family. Und ich weiß gar nicht, welches, was steht hier, wo der produziert ist, steht gar nicht da, aus welchem Land der kommt. Auf jeden Fall geht es darum, das ist eine normale Familie und die Mutter der Familie, die ist relativ unglücklich, weil die Tochter, die ist nur langsam kommende Pubertät und hasst ihre Mutter und der Vater, der ist irgendwie, geht jeden Tag nur ins Büro, mit dem hat sie auch schon irgendwie lange kein Wort mehr gewechselt und der kleine Sohn ist irgendwie total ein Nerd geworden und sie ist da irgendwie ein bisschen unglücklich über ihre Lage und sie lernt dann mal zufällig Graf Dracula kennen, der möchte sie gerne für die Ewigkeit gewinnen und macht sie per Zauber zu einer Vampirin, die aber jetzt noch nicht richtig, also richtig Vampir ist und ihre Seele verliert, sondern sie bleibt immer noch sie und ist halt bloß Vampirin und blöderweise wird ihre ganze Familie verzaubert, das heißt, der Vater wird zu Frankensteins Monster, der Sohn wird so eine Art Werwolf, die Tochter wird zu so einer Art Mumie und die, ja, das war's, glaube ich, ja, genau, und dann gibt's da diese Hexe, die halt verzaubert hatte und die wollen sie, ja, wieder ausfindig machen, damit sie zurückverwandelt und müssen dafür nach London fliegen und sowas. Er hatte ein paar echt nette, lustige Sprüche drin und auch dieses Ganze, was weiß ich, die Tochter hat sich gerade nur in einen ein bisschen verguckt gehabt und dann taucht sie bei dem Typen da als Mumie auf und so. Da sind ein paar lustige Szenen drin, aber es ist jetzt weit entfernt von perfekt, der Film. Regie sehe ich hier, Holger Tappe hat geführt. Okay. Das ist wahrscheinlich eine deutsche Produktion, wenn ich das richtig sehe. Kann das sein? Deutscher. Im Original ist es vielleicht noch ein bisschen netter, weil da wird die Hauptdarstellerin von Emily Watson gesprochen. Jason Isaacs hat eine Sprechrolle. Nick Frost hat eine Sprechrolle. Im Deutschen sind das irgendwelche, weiß nicht, vielleicht tue ich da jetzt Unrecht, aber irgendwelche random Synchronisationsleute. Ja, Happy Family. Lief auf Sky, kann man gucken. Tut nicht weh. Kann man gucken, wenn man. Tut nicht weh. Ist nichts Herausragendes, tut auch nicht weh. Paar nette. Okay, und das war's. von mir 6 Punkte, glaube ich, habe ich gegeben. Ne? So, und ja. Du? Ready Player One. Ready Player One, endlich habe ich ihn gesehen. Also, ich hatte ihn jetzt schon lange auf meiner To-Watch-Liste. Und jetzt kam es endlich soweit. Ready Player One. 2025 spielt der gute Film. Das Leben auf der Erde ist, erinnert so ein bisschen an Wall-E. Wall-E. Ja.
Und schon ist bumm. Ne, erinnert wirklich so ein bisschen an Wall-E, nur dass die Menschen noch da sind. Die Erde ist ziemlich heruntergekommen und das Leben auf der Erde spielt sich eigentlich fast nur noch in der Oasis ab. Die Oasis wurde programmiert vom Programmierer und was hat er noch gemacht? Programmieren? Videospielfreak James Halliday, gespielt von Mark Rylance. Und das ist eigentlich so eine virtuelle Welt, in der man ja ganz arg viele Sachen machen kann, seine Charaktere erstellen kann. Also solche Sachen, wie es eigentlich jetzt auch schon gibt, nur halt nochmal in der XXXXL-Version quasi. Fallout 76. Nein. Und ja, und Wade Watts, gespielt von Ty Sheridan, Wade Watts, der einen Namen bekommen hat, weil mein Vater wollte, dass ich einen Superheldenname habe. So was in die Richtung sagt er mal im Film. Wobei, da hätte ich eher Wade Wilson genommen, aber ist ja egal. Ist auch ein Teil da drin und spielt da mit und hat da auch ein paar Bekanntschaften schon gemacht. Aber halt alles nur so, man kennt es halt nicht wirklich, wer sich hinter den Avataren versteckt. Und es gibt in dieser Oasis, nach dem Ableben von James Halliday, gibt es eben drei Quests, drei versteckte Quests mit versteckten Schlüsseln. Und wer alle drei Schlüssel hat als erster, der wird Nachfolger von Halliday, der bekommt quasi die Firma und was weiß ich, wie viel Millionen Dollar. Und wird dann auch Besitzer der Oasis. Und dann gibt es natürlich die Spieler, die das immer wieder suchen, immer wieder probieren und herausfinden wollen und bliblablub. Und dann gibt es natürlich auch noch die Gegenspieler, die Firmen, gibt es ganze Firmen, die da hinterher sind, weil sie einfach die Oasis auch besitzen wollen. Also, ja, das ist so in groben der Plot. Kann man das so sagen? Ja, also die haben da riesen Farmen mit Leuten, mit Spielern, die da versuchen, genau. Weil man muss da verschiedene Schlüssel finden, ne? Und genau, die Schlüssel. Das sind dann so Challenges, die da absolviert werden müssen, die aber unheimlich schwer sind und die man auch nur mit vielen Nerdwissen. So schwer sind die Challenges gar nicht. Man muss so ein bisschen das Hirn anstrengen, ein bisschen um die Ecke denken und auch ein bisschen in der Firmengeschichte rumstöbern. Der Gegenspieler ist übrigens, wird gespielt von Ben Mendelsohn und den kennen wir aus welchen Filmen? Marvel. Keine Ahnung. Robin Hood hat er zuletzt mitgespielt. Ach so, okay. Bei Rogue One hat er mitgespielt. Ach der, ja. Ach, das war wieder ja, der, ja. Bei Captain Marvel wird er mitspielen, oder spielt er mit. deswegen, ich finde, er verkörpert schon relativ cool immer die Bösewichte. Also das ist schon nicht schlecht. Hat er raus, in meinen Augen. Ist er gerade so auch ein bisschen in der Ecke drin, aber das ist okay, das passt. Ist wirklich ein cooler Schauspieler. Und ja, wie gesagt, es geht dann damit los, dass tatsächlich Parzival, also der Wade Watts, Parzival, sein Spielername, es schafft, den ersten Schlüssel zu bekommen. Und er schafft es auf eine Art und Weise in einem Rennspiel, wo ich schon lange gesagt hätte, hey, das hätte ich schon ewig Zeiten vorher mal probiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich probiere immer so ein bisschen blödsinnige Sachen aus. Und es ist halt die große Suche nach dem Easter Egg. Weil ja in Spielen auch immer Easter Eggs versteckt sein sollen oder versteckt sind ab und zu mal und alles. Und danach beginnt halt auch die Suche, wer das große Easter Egg findet und blablabla. Es entwickelt sich halt so ein Katz-und-Maus-Spiel, so eine Jagd, so eine wilde Jagd durchs Online-Geschehen, durch die reale Welt, quasi zwei Verfolgungsjagden in einer am Ende auch noch und solche so Sachen. Also richtig cool gemacht, also von der Animation her auch richtig, richtig schön und richtig gut. Ganz arg viele Anspielungen auf Filme, auf Spiele. Allein das Autorennen schon am Anfang, da hatte mich der Film, weil der fährt mit einem DeLorean rum, den sieht man auch auf dem Filmplakat. Ja. Deswegen ist es kein Spoiler. Und das finde ich ja schon großartig. Wenn man mit einem DeLorean rumfährt und der nicht zerstört wird, dann ist das für mich schon mal richtig. Das war ein Spoiler. Dass er nicht zerstört. Oh, Entschuldigung. Ich nehme den. Natürlich wird er zerstört. Alles wird zerstört. Vielleicht wird er zerstört. Vielleicht auch nicht. Wer hätte gedacht, dass das am Ende Oasis singt? Oh. Ja. Also wie gesagt, ganz arg viele Anspielungen, ganz arg viele Videospiele, die man wiedererkennt. Richtig toll gemacht. Coole Story an sich auch. Und ich muss ehrlich sagen, auch gar nicht, was ich gar nicht so abwegig finde, das alles, in welche Richtung sich das hinentwickeln kann in den nächsten Jahren. Kann. Nicht muss, aber kann. Und wahrscheinlich auch wird, weil diese virtuellen Präsenzen und so gibt es einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr, wird immer mehr auch Alltag. Deswegen, ich finde es nicht so abwegig.
Der Film glänzt also, wie gesagt, durch die Animation, durch die Story und ja, insgesamt ist es eigentlich ein recht heißer Ritt. Klar, es ist mal ab und zu ein bisschen überzogen, ein bisschen unrealistisch vielleicht auch, ein bisschen, ja, vielleicht nicht so die ganz super guten Dialoge oder so, aber das kann man, da kann man echt drüber hinwegsehen, weil mir hat er echt Spaß gemacht. Also da macht man echt echt dabei ist, auch von der Länge her. Ich glaube, der geht wie lange? 100, schlag mich der Zahl. 2 Stunden 19. Geht aber schneller rum. Also ich finde, es ging schneller rum, als es dran steht. Regisseur Steven Spielberg, da hat er mal wieder einen rausgedrückt, muss man wirklich sagen. Musik von Alan Silvestri, auch sehr cool, auch abgestimmt. Also es stimmt sehr, sehr vieles in diesem Film. Und deswegen hat er mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nicht mehr im Kopf, wie es bei dir war. Ich habe den doch sehr. Ich habe den ja im Kino gesehen und da war es halt so. Ich habe ihn jetzt mittlerweile auch nochmal im Heimkino hier geguckt. Im Kino war es halt so. Die erste Szene, die hat mich völlig überfordert. Also da sitzt du im Kino drin. Da war einfach so viel und das Auge blieb ständig irgendwo hängen und nicht auf der zentralen Figur, die da dieses Autorennen fährt, sondern da gab es ja so viel zu entdecken und das ist ja auch alles so, ja, das ist jetzt nicht so präsent alles, das ist teilweise so im Hintergrund und wenn man so ein bisschen auf die Sachen steht, ich war völlig überfordert, es war einfach viel zu viel auf einmal, ich dachte, um Gottes Himmels Willen, was ist jetzt mit diesem Film, ne? Also halte ich das überhaupt durch, also so ungefähr ging es mir ja bei den 1000 Klotzböbeln, wo ich mich so kaputt gelacht hatte, wo ich dachte, ob ich überhaupt diesen Film durchhalte, und hier ging es mir so, weil eben diese, ja, das mich total überfordert hat und dann war ich echt froh, wo dann der ein bisschen Gas rausgenommen hat und dann wieder so ein bisschen eine Spielbergsche Story, sag ich mal, gekommen ist, weil ja am Anfang, das war nicht Spielberg-like, da dieses Riesenrennen. Und ich frage mich auch, ob man das nicht besser irgendwie ein bisschen anders, ob man erstmal die Story in Ruhe aufgebaut hätte und die Leute ein bisschen langsam rangeführt hätte. Ich habe jetzt halt einen guten Vergleich mit Spider-Man. Das halt auch so. Da ist am Anfang noch nicht so wahnsinnig bunt und comichaft und sonst wie, sondern das wird halt Schritt für Schritt gesteigert. Also der nimmt dich halt langsam mit auf die Reise. Und hier ist halt wirklich so, bam, so wirklich voll ins Gesicht. Und ich habe aber gesehen jetzt im Heimkino, wo der jetzt lief auf Sky, im Heimkino ist es nicht so schlimm, fand ich. Weil da kriegst du gar nicht so wahnsinnig viel mit von diesen ganzen Kleinigkeiten. Aber im Kino, der riesen Leinwand, da wäre ich völlig überfordert gewesen. Also im Heimkino wirkt der für mich fast ein bisschen besser, obwohl ich damals gedacht hatte, es ist eigentlich ein Film, den man im Kino sehen muss, wegen diesen herrlichen Bildern, die da so riesig und ja. Aber ich stehe da immer noch dazu, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gegeben hatte, das wäre, glaube ich, die nächste Frage hier. Aber ich glaube, das war ja sowieso nicht ein Hauptfilm in der jeweiligen Sendung, weil der ja nicht in der Sneak lief. Ready Player, mal gucken. Also ich habe 8 Punkte bei ihm stehen. Ready Player, bei Gringo hat man das, oh, Folge 512, Gringo, Ready, ich habe 9, ja, also mir haben halt diese ganzen Computerspielreferenzen haben mir schon ziemlich gut gefallen, wieder drin, ja, mal. Deswegen, und ja nicht nur Computerspiel, sondern auch Filme und alles, ja. Also das ist schon cool, also wie gesagt, macht sehr, sehr viel Spaß, den kann man sich auf jeden Fall bedenkenlos mal anschauen. War halt auch so irgendwie so ein bisschen so eine schlüssige Geschichte, dass die Leute in so eine Online-Welt abtauchen und was halt schön war, wirklich ja, dass diese Online-Welt, dass sie trotzdem immer noch so ein bisschen so back to the roots, dass da so viele Sachen notwendig waren, die eigentlich nur so Computerspiel-Nerds kennen, irgendwelche ganz alten Geschichten und so. Das hat man ja bei den heutigen Online-Welten eher nicht, sondern die spielen dann irgendwo in der Endzeit oder in irgendwelchen Fantasy-Sachen oder ja. Schön. Ready Player One, der läuft jetzt gerade auf Sky, also den gibt es auch auf Blu-ray zu kaufen. Wer noch nicht gesehen hat, unbedingt mal gucken. Ja. Ja. Okay, dann gucken wir mal in den nächsten Bereich rein, nämlich was so demnächst im Kino anläuft und werfen da mal einen kleinen Sneak Preview-Blick rein. Sneak Preview. Den
zu dem ersten Trailer, den ich rausgesucht hatte, da würde ich gerne mit der Kate drüber reden, da warten wir mal, bis sie wieder der Sendung okay. ist. Bloß für als Info für die geschätzten Hörer, es ist der Film Wenn du König wärst. Und das wirkt für mich so ein bisschen Harry Potter-mäßig, so verträumt und so. Und das sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich den Trailer nach den ersten Sekunden gefunden habe. der Trailer wird dann noch ganz nett. Der nächste Trailer, den ich rausgesucht hatte, war Iron Sky, The Coming Race. Und weil ich den mitgecrowdfundet habe, werde ich jetzt mal noch nicht zuerst sagen, wie ich den fand. Deswegen überlasse ich erstmal den Chris hier, damit er völlig erstmal unabhängig hier, ohne finanzielle völlig Interessen. Völlig unabhängig. Finanzielle Interessen finde ich gut. Hast du gecrowdfundet oder mitproduziert? Ist ja quasi mitproduziert in dem Sinne. Und ich was kriegst du denn als Prämie? Ich weiß nicht mehr, ey, das hat gefühlt sehr lang gedauert, weil ich dachte, die wollten den schon längst rausgebracht haben, den Film. Es gab ja mal eine Zeit, da haben die auch immer so informiert drüber, wie der Stand der Dinge ist und so weiter. Und irgendwie kam jetzt schon eine ganze Weile gar nichts mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich für ein Paket genommen hatte. Ich weiß nur, es war ein etwas höheres, als ich sonst immer genommen habe bei solchen Sachen. Und ich habe ja den ersten Teil schon gecrowdfundet. Da habe ich aber nur so eine ganz geringe Gebühr reingeschmissen. Und diesmal habe ich mehr. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich im Abspann genannt werde, ob es so viel war, ich weiß nicht mehr, oder irgendwie ein Paket bekommen, wenn es fertig ist, oder keine Ahnung. Irgendwie, es war, okay. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Plattform das war. Ich muss noch mal suchen, mich da irgendwo einloggen, mal sehen, ob ich da den Login überhaupt noch habe. Super, ganz hervorragend, ich sehe schon, ganz hervorragend. Nein, ich fand den Trailer schon so, alter Verwalter, hockt da wirklich Hitler auf einem Dino? Udo Kier, ich liebe Udo. Ja, es sieht trotzdem so ein bisschen aus wie ein, jetzt höre ich den Erik nicht mehr. Du hörst mich noch, oder? Jetzt höre ich dich wieder. Ja, ich habe nochmal ganz kurz gemutet, weil ich hier Nase putzen musste. Wow. Ah! Das wollte ich hier den geschätzten Hörern. Haben wir heute, ne? Haben wir heute irgendwie drauf. Wollte ich den geschätzten Hörern nicht zumuten. Ja, nein, also wirklich, das war so Hitler auf einem Dino und im Weltraum und so, okay. Aber das war ja schon angekündigt, dass das sieht. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Klar, es wirkt ein bisschen wie B-Movie, aber es sieht nicht so schlecht aus an sich. Ich bin mal gespannt. Also es wirkt schon von den Dialogen her, also... Oh Gott, ja, das ist ready, das ist Schilde ready, Dingsen ready, Kaffeemaschine ist auch bereit. So, okay, wenn es denn sein muss. Nein, wie gesagt, es wirkt ganz interessant. Wer den ersten Iron Sky gesehen hat und dann auch weiß, okay, in die und die Richtung wird es gehen, der, denke ich, wird auch sich den zweiten mal anschauen. Den Trailer auf jeden Fall auch mal. Jetzt bin ich aber gespannt, was hier der Mitfinanzierer sagt. Ja, ich habe ja den, es gab ja schon irgendwann mal einen Teaser und da gab es mal diverse Bilder und so. Der Teaser, der sah schon ganz schön cheesy aus, mit schlechten Effekten und so. Ich meine, der erste war ja nur auch weit entfernt von Perfektion, ne? Also selbst die Effekte, die waren ja ganz furchtbar teilweise. Da hat es halt wirklich die Story irgendwie rausgerissen, dass irgendwie die Nazis auf der Rückseite des Mondes irgendwie überlebt haben und dann irgendwie die Erde infiltrieren und so. Die Effekte, die waren ja eher so mit Sharknado zu vergleichen und hat auch so ein bisschen diesen Humor, den ich ja mag. Während hier, ey, das sieht schon richtig gut aus. Ich war so überrascht von dem Trailer jetzt. Und da dachte ich mir, okay, da haben sie jetzt die Zeit gut genutzt, weil, wie gesagt, dass ich das gecrowdfundet habe, das muss doch bestimmt schon irgendwie 3 Jahre her sein oder so gefühlt. Weil ich weiß nicht, also das hätte schon längst irgendwie rauskommen müssen gefühlt. Ich hatte immer mal, ist mir das eingefallen, dachte ich, ja, wann kommt denn der jetzt endlich? Aber ja, also wenn sie das genutzt haben, um diese Effekte so zu verbessern, dann ist mir das durchaus recht und ich bin sehr gespannt dann auf den Film. Stand da eigentlich schon ein Datum, wann der jetzt kommt? Hab's gar nicht in Erinnerung. Iron Sky 2. Moment, wir schauen mal kurz nebenher. Iron Sky. Iron Sky. 16. Januar. The Coming... What? 16. Januar in Finnland. Erscheinungsdatum, so. 16. Januar 2019. Jetzt muss ich mich doch mal einloggen, weil irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass die mir dann, glaube ich, so einen Streaming-Link schicken, wenn es fertig ist oder irgend sowas, dass ich den gucke. Ey, das wäre. Okay. 21. März in Deutschland steht hier. Ah, ja. Kino. Ja, na, also das.
ich glaube, da das Poster gefällt mir auch. Ich glaube, das hier, was ich gerade bei IMDb, das könnte dann vielleicht hier irgendwie eins der Poster weichen dann bei mir. Mal gucken. Du hast noch einen Trailer mitgebracht. Wie bist du denn auf den gekommen? Durch mehr oder weniger Zufall. Das war auch so ein bisschen Trailers schauen, was so Neues gibt. Und da bin ich über Escape Room gestolpert. Escape Room, da scheint's oder geht's wohl drum, dass verschiedene Personen einen kleinen Würfel bekommen mit einem Rätsel. Wenn sie das Rätsel lösen oder das Rätsel lösen können, bekommen sie Zutritt zu einem Raum und dann treffen sich halt so, wie viel sind, 6 oder sowas, treffen sich dann in diesem Raum und fragen sich so, hey, wann geht eigentlich das Spiel los? Und der Erste möchte raus aus dem, geht dann raus oder möchte raus und hat die Türklinke in der Hand und dann haben sie schon das erste Rätsel. Und sie hüpfen dann wohl von Raum zu Raum und müssen in jedem Raum so ein Rätsel lösen, um da rauszukommen. Und Ziel ist es, dass es für, ich glaube, den Ersten, der es rausschafft, der kriegt $1 Million Preisgeld. Das heißt, sie müssen zusammenarbeiten, aber trotzdem kann nur einer das Geld gewinnen. Das ist so ein bisschen spannend. Und wirkt jetzt auch nicht so arg trashig, wie man es vielleicht zuerst sich vorstellt oder so horrormäßig, sondern wirklich mehr so nach einem Thriller. Und ja, sah ganz cool aus. Das ist, glaube ich, so ein typischer Sneak-Film. Kommt im Februar, 21. Februar ist der Start. Also würde ich gerne noch in der Sneak sehen. Und wie gesagt, ja. Es sah so ein bisschen... Ich bin gespannt. Sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Saw und Cube irgendwie. Also ja. die kommen dann da irgendwie in dem Trailer schon irgendwie raus aus diesem ersten Raum, landen wirklich völlig abgefahren und gefällt mir sehr gut. Und als wenn du es gerade sagst, aus dem ersten Raum raus, Entschuldigung, wenn ich die da kurz eingrätsche, in dem ersten Raum dann schon raus, dann sind sie plötzlich in so einer Eislandschaft mit so einem Teich und alles und dann fasst der eine fast aber an die Wand und du siehst, dass das digital ist, weil das so nachgeht, also weil du das von der anderen Seite dann auch siehst. Und das finde ich auch wieder extrem spannend. Wie bei Cube fast, ne? Kommst von einem Raum in den nächsten. Ja. Was mich sehr überrascht hat vorhin, als du mir den Trailer gezeigt hast, ich habe auf IMDb dann geschaut, weil es da ein bisschen Unkleiden gab, woher der Film jetzt kommt. Da stand da, dass der ein Budget hat von $9 Millionen. Also, und allein das, was man im Trailer sieht, das sieht Hammer aus. Also gut, die Schauspieler werden jetzt nicht viel Geld gekostet haben. Da ist jetzt niemand dabei, wo man sagt, hey, ja, den habe ich schon zigmal irgendwo gesehen oder der ist super und den. Sondern das sind alles unbekannte Darsteller, die aber mit Sicherheit eine ordentliche Karriere vor sich haben, wenn das Ding hier durchstartet hier. Und obwohl die eine sehe ich gerade hier, habe ich gerade zufällig geklickt, Deborah Ann Woll, die hat bei den Marvels Daredevil und Punisher und Defenders-Serien mitgespielt. Die spielt Karen Page aus dem Marvel-Universum, die Rothaarige. Okay, dann sind vielleicht doch manche irgendwo bekannt, aber halt mir nicht bekannt. Aber ich habe den ersten Blick. Ja, auf jeden Fall. Der Trailer hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich mag ja solche kleinen, verzwickten Sachen hier, so wie Cube oder wie der erste Saw-Film auch. Ne? Das hat mir gut gefallen. Ja, eben. Das wirkt auf jeden Fall, es sieht nach Potenzial aus, sagen wir es so. Ja, wäre schön in der Sneak, aber ansonsten können wir vielleicht sogar mal eine Kinokarte investieren hier. Ja. Gut, dann sind wir schon durch mit den Trailern. Ich bin gespannt, liebe Hörer, was ihr dazu schreibt zu diesen Trailern. Also lasst mal hören. Ich verlinke die ja auch mit bei kinocast.net. in den Shownotes, dann klickt einfach mal drauf, guckt euch den an und sagt, wie ihr diesen oder jenen Trailer fandet und sehr gespannt, was da kommt. Serien und so weiter, achso, Filmstarts der Woche, genau, die können wir mal wenigstens noch machen, weil da sind wir ja auf dem aktuellen Stand hier. Kinocharts und Neustarts. Platz 10 ist Spider-Man A New Universe, der läuft nämlich hier noch in ein paar Kinos, wenn ihr Glück habt, erwischt ihr den noch irgendwo. Der kleine Drache Kokosnuss ist auf Platz 9, Auf in den Dschungel heißt der. Platz 8, Mortal Engines, Krieg der Städte. Platz 7 sind 100 Dinge. Platz 6, Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Platz 5 ist der Grinch. Platz 4, Bumblebee. Platz 3, Aquaman. Platz 2, Mary Poppins Rückkehr. Platz 1,
Der Junge muss an die frische Luft, von dem ich nur Gutes gehört habe. Ja, ich auch. So, und es starten jetzt am 10.01. Robin Hood, der Film, den wir auch schon in der Sneak besprochen hatten. Polaroid startet, der Film, der vielleicht bei uns morgen noch in der Sneak kommt. Horrorfilm um eine verfluchte Polaroid-Kamera, die jeden grausam ermordet, der von ihr fotografiert wurde. Kalte Füße startet. In der Komödie wird ein Einbrecher versehentlich für den Pfleger eines reichen Schlaganfallpatienten gehalten. Wie lange kann er die Scharade erhalten? Das soll auch ganz gut sein, was ich gehört habe. Da war jetzt in den Innenstadtkinos irgendwie eine Premiere oder sowas, habe ich gesehen. Ne? Genau, war auch, ja. Aber es soll gut sein, ja. Dann Film Ben is Back. Der soll sehr, sehr gut sein. Der wahrscheinlich auch ins Oscar-Rennen mitgeht. Mit Julia Roberts. Die spielt die Mutter von einem drogensüchtigen Sohn und der Sohn wird gespielt von Lucas Hedges, der ja auch bei Manchester by the Sea mitgespielt hatte und bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das Mädchen, das lesen konnte, historisches Drama über ein französisches Dorf im 19. Jahrhundert, in dem die Frauen sich selbst organisieren, nachdem alle Männer inhaftiert wurden. Dann Adam und Evelyn. Andreas Goldstein verfilmt den gleichnamigen Roman von Ingo Schulz über ein ostdeutsches Paar, das im Spätsommer 89 mit der Wende konfrontiert wird. Klingt für mich jetzt ganz interessant, werde ich mir vielleicht mal vormerken für Heimkino. Heavy Trip, ein Heavy Metal Road Trip aus Finnland, bekommen vier Black Metal Fans, die Musiker, die einmalige Chance auf dem Northern Damnation Festival aufzutreten. Okay. VIP-Polizist, eine russische Komödie, eine Adaption einer russischen Serie über einen Polizeiermittler, der nach seiner Entlassung beschließt, einen spektakulären Bankraub zu begehen. Ist aber viel hier. Nee, das war's schon. So viel. Also, sind gute Sachen dabei hier. Nicht schlecht, ey. Okay, dann begeben wir uns mal in den allgemeinen Bereich hier. Ich spiele mal trotzdem die Briefkasten-Dings ein, obwohl erstmal was anderes kommt. Briefkasten. Denn wir hatten ja ein Gewinnspiel, nämlich den Adventskalender. Und es haben ja, jetzt muss ich mal ganz kurz hier gucken, hier Instagram, werde ich mal einen Livestream starten hier. Haha. Oh, Technik, die begeistert, ey. Live. Mal gucken, wie das geht hier. So, so normal, live. So, Live-Übertragung starten. Verbindung wird überprüft, ja, mal gucken. Ich werde ihn dann auch, du bist jetzt live, ich sollte vielleicht mal das drehen, dass die Leute nicht nur meine Wand sehen hier. So. Ja. Also jetzt sehen ein paar Leute mich hier, hoffe ich mal. Oh ja, Kinocast hat ein Live-Video gestartet. Wir nehmen hier gerade die Sendung auf und wir müssen ja, sieht schon jemand zu, wir müssen ja hier auslosen, wer hier gewonnen hat von den ganzen Teilnehmern. Und wir haben ja hier, das ist hier gerade mein Aufnahmerechner, kann man das sehen, es haben vier Leute, den ja alles richtig gehabt, 24 richtige. Und wir müssen jetzt irgendwie mal ermitteln, aus den vier Leuten, wer da den Hauptpreis gewinnt, was ein Amazon-Gutschein ist, in Höhe von 20 Euro. Und das werde ich ganz einfach so machen, indem ich hier hinten, warte mal, Yoshi, geh mal zur Seite, obwohl Yoshi kann auch mal in die Kamera. Übrigens schicker VfB-Pulli, den du da anhast. Indem ich hier, ja, muss man hier ein bisschen representen hier. indem ich hier meinen Zufallsgenerator nehme. Und natürlich, da wir nur vier Leute haben, nämlich die Steff, den Saarfranke, den Mirko76 und Catland, heißt es zählen nur 1 bis 4, wenn ich jetzt hier würfel. Jetzt muss ich mal gucken, dass man das auch sieht hier auf meinem Tisch. Ha, ich nehme es am besten in der Hand. Und du hast so schöne VfB-JC-Würfel und nimmst du den? Die sind oben. So, also ich werde jetzt würfeln. Wenn das jetzt eine 5 oder eine 6 ist, muss ich nochmal würfeln. Ansonsten, ja, ihr seht hier auch mein Players Unknown Battleground, riesen Mauspad. So, Achtung. Nee, warte, das war nicht richtig. Es war eh eine 5. Ich muss mal richtig würfeln hier. Ich werfe es jetzt richtig. Jetzt runtergefallen. Eine 2. Eine 2. Und die 2 ist der Mirko76. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Denkt euch jetzt so eine Art Applaus. Und also der Mirko76 gewinnt den Amazon-Gutschein. Was die anderen so gewinnen werden, das werde sehen. Das sind so Überraschungspakete. Ich kann ja mal einen kleinen Einblick hier
was wir hier so haben, das ist nicht so viel. Also wir haben hier jede Menge Blu-Rays. Wir haben coole Sachen. Wir haben ein Rasierset. Das durfte der Chris erkennen. Vom Film Transformers. Hier. Der Rasierer verwandelt sich nicht in einen Roboter. Genau, also ihr müsst jetzt, dadurch, dass ihr jetzt in dem Livestream hört, ihr ja nicht den Chris, das tut mir echt leid. Da müsst ihr jetzt den Podcast hören. Da gibt es auch noch so eine Brille hier. So diese Glotzbubble-Brille. Also jede Menge überraschende Sachen wird es hier geben. Die gab es übrigens nur exklusiv bei der Premiere von die 1000 Glotzbubble. Wir haben auch noch einen Deadpool-Comic. In Stadtkinos. Der ist ja auch mit drin. Also jede Menge Überraschungsmaterial. Seid da gespannt, was da kommen möge. Und jetzt werde ich mal diesen Livestream erstmal wieder beenden hier. Wie geht das? Ach, hier beenden. Ganz klein. Live-Video beenden. Und dann kann man den ja auch noch teilen als als Dings hier, als Story, glaube ich. Ne? Oder? Ist es jetzt schon geteilt? Frage. Ich weiß es nicht. Keine, ich kenne mich damit nicht aus. So. Dieses neumodige Klump da immer. Ah, ist ja furchtbar hier. Das waren noch Zeiten früher hier. Nee, Quatsch. Ich hoffe mal, das ist jetzt hier drin, dass auch die es im Podcast hören, nochmal sehen können, dass das hier alles seinen Gang ging mit meinem Zufallsgenerator, der jetzt wieder hinter den Yoshi hier kommt. Okay, dann hätten wir also erstmal den Hauptpreis ausgelost. Und ja, die anderen, ja, freut euch auf ein Paket, beziehungsweise ich werde euch nochmal anschreiben, denn ich brauche ja von euch die Adressdaten, sonst weiß ich nicht, wo ich es hinschicken soll. Jawohl. Und ich werde mal einen Blick reinwerfen, ob wir irgendwelche Kommentare hatten zur vergangenen Sendung. Was gibt's bei dir? Ein Shake? Bei mir ist ein Kaninchen, das hier randaliert. Es gab einen Kommentar zu plötzlich Familie und Three Billboards. Der Martin hat irgendwas geschrieben, Filmstart ist der 31.01. Weiß gar nicht, was er damit meint. Er hat auf jeden Fall zwei Lachsmilies dahinter. Und er fand auch, es war echt eine Schande, dass Three Billboards nicht den besten Film gewonnen hat. Er hat auch fest damit gerechnet. Und das Beste an 100 Dinge ist, dass er teilweise neben dem Kino in Halle Neustadt gedreht wurde. Also da, wo er arbeitet, man erkennt sehr viele Dinge wieder. Ja, wahrscheinlich dann nur die Einheimischen. Für alle anderen ist es einfach ein schlechter Film, glaube ich. Der aber trotzdem viele Besucher zieht, wenn ich das so richtig sehe. Okay, und Einblick in unsere Affiliate-Unterstützer hier. Mal gucken, was da so gibt. In der letzten Woche, was da gekauft wurde. Oh, einiges. Ein Memo XB Kugelschreiber. Was ist das? Ach, da. Okay, die kenne ich. Warum heißen die Memo? Ich dachte, das ist irgendwas. Also so Roller, so Rollkugelschreiber da, diese. Wie nennen die sich? Kennst du die? Rollerballs? Ja, so, ja, so ein Blau. Dann ein Würfelspiel. So ein Blau, ach so, ja. Ja, er schreibt Blau. Nee, in Blau hier diese, ja, keine Ahnung. Dann eine Wanduhr global für ein Unternehmen, also wo hier so verschiedene Zeiten, Sydney, Local, Tokio, London. Ravensburger Fishtank. Crazy Words. Ein Gesellschaftsspiel. Dann nur 14 Zoll äußere LED, eine Lampe, okay. LG IT 34C99. Ah, das ist wieder so ein riesengroßer, cooler Bildschirm. Ich glaube, das hat wieder die Firma Jamit Labs wahrscheinlich bestellt. Dann schöne Grüße nach Karlsruhe. Dann ein 100er Set Bildaufhänger. Okay. Ah, da ist quasi alles drin, was man da so braucht. Da sind auch diese Dinger, die man hinten ans Bild dran macht, wo dann der Nagel dranhängt und so. Okay, dann ein Schraubendreher-Set, magnetisch. Ah, ein Feinmechaniker-Set, auch nicht schlecht. Das kann man immer brauchen, wenn man irgendwas reparieren muss oder am Computer rumschraubt. Homeland Season 7 hat jemand bestellt. Auch nicht schlecht. Habe ich noch nicht gesehen, aber Homeland an sich ist gut. Und Fancy Bluetooth Headset. Das sind so kleine, die man direkt ins Ohr reinsteckt. Alles klar. Dann vielen Dank an alle, die sich hier wiedergefunden haben, die damit den Kinocast mit kleinen Provisionen unterstützen. Wer das noch tun möchte, kinocast.net.
An der Seite gibt es so einen Button, irgendwie Amazon bestellen und ja, unterstütze uns, genau. ja, ihr findet das schon, ich sehe ja, das läuft hier. Und ansonsten freuen wir uns immer über Kommentare, wenn ihr jetzt sagen müsst, ah, ich brauche gerade nichts bei Amazon, wie kann ich jetzt den Kinocast hier unterstützen, damit das hier vorwärts geht. Dann einfach Kommentare schreiben, Hinweise geben, E-Mails schreiben, ihr könnt Chris schreiben, chris@kinocast.net, ihr könnt mir schreiben, eric@kinocast.net. Ihr könnt uns weiterempfehlen, das hilft auch sehr. Wir sind ja auch unter weiterempfehlen at Kinocast an dem Moment. Nee. einfach so im Mündlichen, wenn, ach so, ja, wenn jemand kennt, der gerne ins Kino auch online geht. Ja, gerne selbstverständlich. Über Twitter, über Insta. Genau. Wir sind ja auch auf Spotify, das heißt, da kann ja, ja jeder, der sich die App holt, die kann man ja auch im kostenlosen Bereich dann uns anhören. Man braucht ja da kein Abo oder irgendwas. Da geht es ja ganz leicht, den Kinocast zu finden. Ansonsten mit jeder beliebigen Podcast-App, Kinocast, könnt ihr irgendjemand zeigen, der noch nicht weiß, wie das so funktioniert. Ja. Okay, dann wünsch ich allen dann noch einen guten Start ins neue Jahr. Viele gute Filme. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und da haben wir dann eine Sneak Preview, ne? Danke, Chris. Genau. Bis dann. Genau. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.